Ich habe heute einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus dem 2. Mose 22. Ich finde, dass die Mosebücher so toll, weil Gott so viel mit dem Menschen spricht. Und er spricht mit seinem Volk Israel, das Mose aus Ägypten geführt hat. Und ganz besonders hat mich heute beeindruckt, der Rechtsschutz für die Schwachen. Das ist ein Teil nach den 10 Geboten, wo Gott sagt, 2. Mose 22, Vers 20: Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Mich erinnert dieses Wort immer an eine Geschichte, die schon etwas länger her ist, ganze 5 Jahre mittlerweile schon. Ich habe da für ganz kurze Zeit mal ein Haustier gehabt. Und in das habe ich mich sofort verliebt. Ich habe heute ein kleines Bild mitgebracht. Es sah so aus. Und es ist ein kleines Eichhörnchen, ein Baby-Eichhörnchen. 2015 wollte ich mit meinen Eltern und meinen Brüdern gemeinsam eine Radtour machen. Wir haben das nicht gemacht, weil während wir am Vorbereiten waren, die Fahrräder schon im Auto und hinten auf dem Gepäckträger drauf, hatte mein Vater auf einmal ein kleines dunkles Etwas an seinem Hosenbein hängen. Und einer meiner Brüder sagte: Papa, da ist was an deinem Bein, was ist das bloß? Und es krabbelte hoch auf die Schulter und am Rücken wieder runter, auf den Boden, über den Boden und demnächst das Hosenbein hoch. Und es war ein kleines Baby-Eichhörnchen. Naja, wenn man so ein Baby-Eichhörnchen in der Einfahrt hat, ist man zunächst etwas ratlos. Wir haben angerufen bei der Feuerwehr, da konnte man uns nicht helfen. Die haben gesagt, das ist ein Wildtier, das können wir nicht retten, das muss alleine in die Wildnis zurück. Und wir haben versucht, bei der Polizei anzurufen. Und da hat man gesagt, ja, so richtig können wir da auch nichts machen, aber wir suchen was für Sie raus. Nehmen Sie einen Pappkarton, ein bisschen Wasser rein, ein paar Haferflocken. Und dann geben Sie dem Kleinen erstmal ein Zuhause und eine Bleibe für eine bestimmte Zeit. Und naja, wir waren etwas ratlos. Wir standen im Haus. Und es war so, dass wir erst noch etwas gewartet hatten. Man hatte uns gesagt, am besten geht das alleine wieder in die Wildnis zurück. Und wir saßen im Haus und es klopfte immer an die Tür. Und es machte tick, 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 tick. Und wir haben durchs Fenster geschaut und vor der Tür saß das Eichhörnchen und es hat angeklopft. Und das kleine Baby-Eichhörnchen wollte zu uns und hat gebeten um Hilfe. Also haben wir einen Pappkarton genommen, Wasser rein, Haferflocken und haben es in den kühlen Keller gestellt. Ein wenig später bekamen wir einen Anruf. Und uns wurde mitgeteilt, dass es in Bielefeld eine Tierrettungsorganisation gibt, die sich um solche kleinen Eichhörnchen kümmert, die eben aus dem Nest gefallen sind und ihre Eltern nicht mehr finden. Am nächsten Tag schon haben wir dann das Eichhörnchen zur Auffangstation gebracht und es ist wenige Wochen später, wir haben immer wieder Bilder gekriegt, gesund und munter und stark gewachsen und kräftig in den Teutoburger Wald ausgesetzt worden. Ich hoffe, dass es da heute immer noch unterwegs ist. Und ich denke, wenn ich dieses Bibelwort lese, die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen, immer daran, an unser kleines Eichhörnchen, das wir damals wie ein Wanderer aus den Herr-der-Ringe-Filmen Bilbo genannt haben. Bilbo lebt heute und ich glaube, wir sollten mitnehmen, dass wir auch Leute aufnehmen sollen, die an unserer Tür anklopfen. Das können so viele Situationen sein. Das kann sein, dass wenn gerade aktuell die Corona-Situation in Gütersloh, wenn jemand hilflos ist, dass man ihm Hilfe anbietet und sagt: Mensch, wir haben eine offene Tür, wir haben ein offenes Ohr. Wenn jemand neu in der Klasse ist, dann kann man ihn mit in eine Gruppe aufnehmen. Dann kann man sagen: Komm mit in unsere Gruppe rein und wir unternehmen was gemeinsam. Wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dann denke ich, sollte man auch diesen Menschen, die eigentlich alles verloren haben, die Hilfe brauchen, die an unsere Tür klopfen, dann sollte man ihnen helfen. Und ich denke, wenn Gott das uns sagt, dann ist das der allerbeste Grund, das auch zu machen und ein offenes Herz zu haben und mit einem offenen Herz durchs Leben zu gehen. Bilbo lebt, das vergesse ich nie. Und ich wünsche und hoffe, dass wir nicht vergessen, dass wir Leute aufnehmen sollen. Und dass wir sie später dann auch liebgewonnen haben können. Ich habe Bilbo in mein Herz geschlossen, das kleine Eichhörnchen, und wollte diese Geschichte heute gerne weitergeben, damit wir auch im Alltag uns begegnen können, Leuten Türen öffnen können, die bei uns anklopfen und
dann nach Möglichkeit, wenn wir einmal Hilfe brauchen, auch Hilfe erfahren können und die Tür geöffnet kriegen.